Vor 30 Jahren, am 1. März 1990, sind in Bayern erstmals 156 Frauen in den uniformierten Polizeidienst eingestellt worden. Birgit Manghofer war damals eine davon. Und natürlich standen in der damaligen Männerdomäne nicht alle mit offenen Armen da und begrüßten das vermeintlich schwächere Geschlecht in den eigenen Reihen. Ich bin damals in Königsbrunn eingestellt worden, in der Ausbildungshundertschaft, so hat man das damals genannt. Das war in der Hundertschaft ganz normal, weil die Kollegen, die mit uns eingestellt worden sind, ja auch nichts anderes gekannt haben. Draußen im Praktikum hatte man dann teilweise Vorhalte bekommen. Man hat auch teilweise von Kollegen gehört, dass sie also den Schritt nicht begrüßen, dass Frauen jetzt auch in der Schutzpolizei eingestellt worden sind. Allerdings, so ist meine Erfahrung, man hat sich zusammengerauft und im Anschluss hat man sich sehr gut verstanden. Die Leistung, denke ich, man hat eher überzeugt und inzwischen ist es zur Normalität geworden. Bei der Kriminalpolizei dagegen waren Frauen schon einige Jahre länger Normalität. Eine davon war Eva Schichel, die 1983 eingestellt wurde. Als eine der ganz wenigen Frauen hat sie bei der Polizei richtig Karriere gemacht und ist aktuell Vizepräsidentin beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Ich denke schon, dass es auch ganz symptomatisch ist für Frauen, dass sie sich sehr anstrengen, um auch irgendwo im Beruf und im Dienst vorwärts zu kommen. Das war mir von Anfang an klar, dass dieser Weg nicht ganz leicht sein wird. Und es gab durchaus auch ein bisschen immer wieder mal Hürden zu überwinden. Ich habe aber auch immer, und das ist ganz wichtig, Vorgesetzte gehabt, die mich bestärkt haben und die fast mehr an mich geglaubt haben, als teilweise ich selber an mich. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu Hause Kinder großziehen und im Job Karriere machen, dass das möglich ist und dabei sogar eine Führungsposition einzunehmen und diese dann sogar noch in Teilzeit auszuüben, das hat Karin Walter bewiesen. Sie ist inzwischen Leiterin der Polizeiinspektion Prien. Es ist natürlich schon so, dass es Vorbehalte gab. Kannst du das überhaupt schaffen mit deinen 30 Stunden Dienststellenleiter oder auch Stellvertreter? Alle anderen arbeiten ja auch 40 Stunden. Schaffst du das in 30 Stunden? Das können wir uns nicht vorstellen. Da gab es natürlich immer Vorbehalte. Aber man muss dann mit der Arbeit überzeugen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Frauen wie Eva Schichel und Karin Walter haben aber deutlich mehr Nachahmerinnen verdient. Rund 29% des aktuellen Personalstandes bei der Bayerischen Polizei ist weiblich. Aber knapp 91% der Führungspositionen sind mit Männern besetzt. Da ist noch Luft nach oben. Da stellen wir halt fest, dass zu wenig Frauen da sind, die in Führungsfunktionen dann ankommen. Das mag an Beurteilungen liegen, das mag an den Rahmenbedingungen für Auswahlverfahren liegen, mag vielleicht an anderen Rahmenbedingungen liegen. Da müssen wir noch ordentlich nacharbeiten. Beurteilungstechnisch ist es immer wichtig, dass man auch schaut, wo kommen die Frauen an, wie werden die Frauen letztendlich gereiht. Wir wollen keinen Frauenbonus haben. Das ist jeder Frau in der Bayerischen Polizei absolut fern. Wir wollen lediglich gleichberechtigt behandelt werden. Die Vorlage gibt Artikel 3 des Grundgesetzes und wir wollen nichts anderes als unser verbrieftes Recht, gleichberechtigt diesen Job ausüben zu können oder diesen Beruf ausüben zu können.